Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Survival Fountain of Youth. Passend kommt auch die Sonne raus, perfekt. Wir haben gerade, ja, sie ist wieder weg. Wir haben gerade so morgen, nenn ich's mal. Und bin schon mal wieder hier hingelaufen, weil wir haben noch diesen kleinen Bereich hier, den wir gerne erkunden möchten. Ich gucke gerade mal wieder diese ganzen Dinge an. Hier haben wir noch Flachs. Hier gibt es auch noch ein paar. Ist das ein Hase? Oder ist das ein Reh? Das ist ein Reh, was feststeckt. Ich glaube, die stecken manchmal fest einfach. Weil gestern hatte ich das schon mal mit einem Reh in der gestrigen Folge. Und dann war auch da hinten irgendwie so ein Hase so komisch festgesteckt. Hier auch, guck. Jetzt sieht er mich gerade. Aber der war gerade so komisch. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Ding, dass der Hase sich so ein Loch gräbt und dann in die Erde verschwindet. Aber das war, glaube ich, einfach nur ein Bug. Also kein Bug, der ist halt ein bisschen so rumgebuggt. Weiß schon. Ja. Wann ist nur ein 3? Und 9, es regnet. 1, 2, 3, ja. Er kommt leider nicht so nahe an die Kaninchen ran, dass man die bei lebendigem Zustand nah sehen würde. Ich meine, der hat mich ja, aber hat mich auch ein Vogel? Dass der mich hatte, das habe ich gerade gesehen. Wieso war der nicht eigentlich so schnell rückwärts? War das so eine Panik? Panik sprinten. Maybe. Ich habe auch noch keine Spinne gesehen. Spinne. Wollte gerade sagen. Die schwarze Witwe. Hier, guck. Das ist ein bisschen noch komisch mit den Steinen und so. Also wenn es hier steht, so verbuggt ist, dann könnte ich das wahrscheinlich auch treffen. Aber wir brauchen ja momentan keins mehr. Zumindest wüsste ich nicht, wofür. Hauptsache tausendmal daneben geschlagen. Okay, aber doch, die laufen einfach hier rum. Und die andere habe ich dann wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Ich nehme erstmal das Zeug hier mit. Es wäre cool, wenn hier mal ein Säckchen mitkommen würde. War nur 3 auch, ne? Ja. So, hier haben wir wieder so ein. Jägerhut. Also brauchen wir doch noch. Wahrscheinlich. Hasenleder. Also brauchen wir schon mal 3. Das ist gar nicht so einfach, so einen Hasen zu. Wieso ist es jetzt immer noch? Ich wollte eigentlich schlafen, damit. Jetzt haben wir Nebel, das ist ja noch mieser. Hallo? Sieht jemand sich was bewegen? Müsste die doch eigentlich auch mit dem das sehen, oder?
Weiß, ich habe gesagt, dass das nicht notwendig ist. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Sorry. Doch, aber trotzdem jetzt ein Hasen. Sehe hier lauter Tapsis, aber keine Hasen. Die müsste man doch rein theoretisch auch. Ich meine, klar, wenn ich hier so rumrenne wie sonst was, dann verschwinden die natürlich alle. Aber ich sehe auch weit und breit keine Hasen. Hier oben liegen noch alle die Kadaver, die sind noch nicht despawned. Und mein Pit ist gerade zu weit weg. Ich will nicht so weit laufen gerade. Alles das, was ich hier sehe, das sind alles Kadaver. Kadaver, Kadaver. Vielleicht sind die nur. Haben gerade Nebel. Vielleicht sind die Hasen nicht im Nebel draußen. Also ich meine, ich sehe die ja nicht mal mit der Sicht. Wehe, es regnet. Da sind sie. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Eieieiei. Sei doch nicht so. Habe ich mich gerade erschrocken, als der hochgeschnieft hat. Ja gut. Kann natürlich crouchen, aber es hilft nicht viel. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Warte mal, ich muss näher an mein Bildschirm ran. Bist du ein Hase? Nee, nee, du bist kein Hase. Vielleicht meinen sie auch das mit hohem Gras. Hallo. Das sind ja die Fußtapsen. Mein Gott, ist so schnell. Ja, also ich habe welche gesehen. Soll ich mal einfach hier stehen bleiben? Oh no. Oh, der hat er sich gerade gefreut, weil dann machen sie doch immer so. Ich weiß nicht, ob das Feldhasen auch machen. Also halt solche Überschläge und so, ne? Oh mein Gott. Ich habe sogar einen getroffen. Sieht das furchtbar aus. Ja! Sind jetzt nochmal zwei, ne? Nee, es ist eine. Ach, so ein Scheiß. Wir brauchen doch bestimmt noch einen. Das sind doch immer vier Kleidungsstücke, oder? Beine, Füße, Gürtel, Kopf. Oder Kopf ist bald kaputt. Weil ich noch dieses Malaria-Dingens anhab. Und ich habe jetzt Jägerhut, Jägerjacke, Jägerhose. Jäger. Warte mal. Hose, Jacke, Hut. Hose, Jacke, Hut. Hose, Jacke, Hut. Füße. Wieso willst du dir sowas aus Hasenleder anziehen? Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Das war der letzte Hase, den ich getötet habe. Oh mein Gott. Au. Wir müssen immer noch hier hin. Wir sind noch nicht fertig und ich bin schon wieder fast voll. Bräuchte noch einen größeren Rucksack. Kann man sich nicht noch einen größeren Rucksack aus diesem Krokodilsleder machen? Ach, das ist ein Dings. Es nebelt. Haben da vorne noch ein Schakal oder so? Nee, ne? Nee, nee, wir sind ganz alleine. Na, Gott sei Dank. Vielleicht ist die dann entweder hier vorne oder. Nee, hier vorne ist aber kein Zeichen mehr.
Wenn, dann ist es bestimmt auf der Krokodilinsel, oder? Die Hasenfüße. Hasenfuß finde ich gut. Was bist du schon wieder? Schlange. Ja, ich habe dich eigentlich gesehen. Muss mal überlegen, was ich rausschmeiße. Denn jetzt werde ich gleich nichts mehr mitnehmen können. Oh, guck mal. Das sieht voll schön aus hier. Das wird auch noch cool, wenn Hasen. Oh, da drüben ist ein Hase. Aber wenn hier vorne Hasen wären, wollte ich sagen. Guck mal. Aber der hat mich schon gesehen. Der haut gleich ab. Ja. Oh, wie süß. Ich glaube, so viel Flachs brauchen wir gar nicht, oder? Ich finde es aber schön, diese Kaninchenbauten sind schön gemacht. Schlange. Das sind Rohrkolben. Du bist Eukalyptus. Jetzt bin ich überladen. Das andere ist ja normale Rinde, ne? Baumrinde. So. Was können wir tun? Nein, theoretisch könnten wir das da wegschmeißen, aber das macht den Braten auch nicht fett. Sind es nur zwei hier und das ist ja ein Lehm, aber den lasse ich jetzt mal liegen. Hier ist auch ein Lehm. Also Lehm haben wir noch zu Hause. Das ist nicht das Problem. Das sind vier Stück. Schade, dass da kein Ding mit rauskam. Kein Samen. Wenn ich das da esse, dann sind wir wieder bei 90. Komme ich da vorne irgendwo jetzt? Ne, da vorne komme ich wahrscheinlich nirgendwo hin, ne? Aber ich kann hier irgendwo hinlaufen. Ach, dann komme ich hier raus. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich hab dich schon gesehen. Ich hab dich schon, ich hab dich schon. Ich weiß schon. Schade, dass da jetzt halt nichts dabei. Au. Schade, dass da jetzt halt nichts mehr dabei war. Wollte ich gerade einen Screenshot machen, jetzt wird es wieder dunkel. Okay, nee, passt. Ich wollte sagen, jetzt wird es wieder dunkel, aber nee, es ist so. Ich finde es im Gras halt so schön, diese Farben. So, warte mal, wo ging es jetzt? Noch eins weiter. Ich habe leider meine Pits, die sind so weit weg. Außerdem habe ich eh noch keine Asche. Nee. So, wir laufen jetzt gemütlich zurück. Der ist noch nicht verdingst. Oh, das Wasser ist so blau. So blau, so blau, so blau. Wir könnten heute noch auf Schatzsuche gehen. Ach, jetzt waren wir nicht da hinten. Das habe ich voll vergessen. Nee, können wir noch nicht. Weil wir müssen noch mal runter. Ich habe da was vergessen. Ja.
Wahrscheinlich bei meinem Glück müssen wir dann nochmal hin, weil ich noch was vergessen habe. Also, ich, was heißt noch was vergessen? Ich brauche dann wahrscheinlich was. Was ich nicht dabei habe. Triefende Nase ist abgeklungen. Sind wir wieder heile? Muss man wieder normale Verbände machen? Ich habe fast keine normalen Verbände mehr. Wir müssen jetzt hier hinterlaufen. Will kurz was gucken. Bin ich schon wieder nachgespawnt und sind da irgendwelche Dinge mit dabei? Bin teilweise nachgespawnt, aber keine Dinger mit dabei. So, wir müssen hier hinterlaufen, hier durchlaufen, dann hier rein und einfach, der ist auch nicht da, einfach hier durch. Okay, schaffen wir. Dann gibt es die Schatzsuche vielleicht doch erst in der nächsten Folge. Also, was heißt Schatzsuche? Ich weiß ja schon, wo der Schatz ist, nur wir müssen halt tauchen. Hier sind wieder irgendwo Schlangen. In die wäre ich auf jeden Fall reingerannt, weil die liegt so sch. Ja. Ja. Ich finde es aber interessant, dass diese schwarz-gelben Spinnen, die es in der vorherigen Region gab, dass die einfach nur Spinnenkadaver heißen, wenn sie tot sind. Und das sind ja schwarze Witwen. Ach, warum denn schon wieder? Wir hatten doch gerade erst Unwetter. Immer so. Was bist du denn? Hürit? Hallo Schlange. Ich kann leider meine Fackeln nicht anmachen, weil es regnet. Frage ist aber immer noch, was gibt's hier? Vielleicht sind auch irgendwo diese Samen versteckt hier so und ich sehe die einfach nicht. Weil die sind ja nicht markiert. Glaube ich. Das ist fies hier, wenn du hier durchläufst einfach. Mit den Tieren. Also hier in der Mitte ist so ein großes Lianending, ja, habe ich gesehen. Wie kommt man denn? Kommt man da außen rum? Ich renn's einfach mal durch, scheiß drauf.
Ja, beiß mich, hau mich, alles. Mach, was du möchtest. Hier kommt man weiter runter. Da war Hibiskus. Ich würde so gerne was sehen gerade. Vielleicht ist hier irgendwo Hibiskus. Aber wo komme ich denn? Irgendwo hier. Ach, die ist gar nicht kaputt. Die sah so von weitem kaputt aus. Ich dachte, vielleicht ist der Hibiskus hier oben drauf. Wow. Nicht runterfallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber hier scheint es dann nichts so Großartiges zu geben, oder? Kann das bitte aufhören? Dankeschön. Jetzt schon wieder nebelig. Hier ist so ein Spot. Spot. Nee, aber hier ist einfach nur ein Angelplatz. Hier ist oft Pyrit ein bisschen. Ich habe das noch, glaube ich, nie benutzt, weil es mir immer zu schade war. Aber man kann hier auf dieser Insel auf jeden Fall auch angeln. Sind es hier Leuchtefische? Einfach nur weil. Ich hätte um dich rumlaufen können, aber einfach nur weil. Levelt ja auch ein bisschen. Wow. Oh, das ist schon cool. Hier ist irgendwo dieses Schiff dann. Und da müssen. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben hier eine. Hier eine. Da oben eine. Wir haben drei Stück. Ja, dann gehen wir erst, wenn wir hier sind, dann hier hoch und dann fahren wir hier runter. Ich frage mich ja, warum hier so ein Hammerhai mitgezeichnet wurde. Und hier und bei dem Schiff, da war doch. Ja, ich weiß, dass der Standort nicht verfügbar ist, aber da war doch keine. Dachte ich. Okay, wir müssen wieder zurück. Wahnsinn. Oh. Du hast den Angelplatz verlassen. Okay, also so spektakulär ist es hier teilweise nicht. Weil wir haben, glaube ich, alle. Silber, Kupfer, Kohle, Stein.
War noch irgendwas, wo ich hin wollte? Ich wollte bei dieser komischen Brücke noch gucken. Da lagen Kupfer unten. So, sehen wir hier Hibiskus? Vielleicht wächst der irgendwo oben drauf. Ich sehe keinen Hibiskus. Uah. Hallo. Guck mal. Du warst tot, oder? Du eine neue. Nee, bist tot. Er hat gerade noch ein bisschen gezuckt. Ich habe gerade auch ein bisschen zurückgezuckt. Was ist hier unten eigentlich? Guck mal, hier ist schon wieder so geäst. Können wir mal von der... Oh mein Gott, geht's hier drauf im Hand. Können wir mal von der Seite gucken, was da unten ist? Okay, hier ist aber keine Höhle oder so unten dran. Nee, wenn da noch was wäre, würde es ja auch so hier so angezeigt werden, wahrscheinlich. Weil wir haben auch keine Artefakte mehr auf dem ganzen Ding. Also wir dürften tatsächlich fertig sein auf dieser Insel. Die Story haben wir ja eh schon fertig. Beide haben wir tot gefunden, beide wurden getötet. Der Ingenieur konnte uns aber noch einen Hinweis geben. Da ist ein Reh. Ein Hirsch. Also das mit diesem Gras finde ich voll schön gemacht. Hier bei der Steppe. Ist der Schakal wieder da? Nee. Ja. Du, nee, du musst nicht bis davor laufen. Ich verfolge dich nicht. Du kannst gleich wieder umdrehen. Du musst diesmal nicht. Nein, 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 alles gut. Du kannst hier hinten bleiben. Ich bin vor dir. Du kannst wieder zurückgehen. Der liegt auch immer noch da. Irgendwie habe ich das Gefühl, die halten jetzt halt länger, diese Kadaver, und werden, aua, und werden nicht mehr so schnell zu Tierresten. Unsere riesige Brücke. Die haben wir nur mit ein paar Seile und mit drei halben Baumstämmen gebaut, ne? Wahnsinn. Ah ja, hier war das mit dem Kupfer. Habe ich noch Platz? Ja, ich habe noch Platz. Ich glaube, hier war das mit dem Kupfer. Bobok? Ja, alles gut. Aber da müssen wir hier außen rum. Ich will kurz gucken. Ein Beutel. Natürlich nicht. Ein Beutel. Natürlich nicht. Hier, guck. Das ist tatsächlich Kupfer. Ich dachte, das ist was Verdorbenes, weil das sah halt so aus. Aber hast schon recht, selbst wenn es eine Schlange wäre. Ich habe da nie eine Schlange getötet. Da hätte gar keine verdorbene Schlange sein können. Hätte, hätte. Gar nicht. Der liegt auch noch da. Das Salpeter habe ich hinten mitgenommen, alles. Da haben wir jetzt halt, ich meine, wir haben ja ein bisschen, wir haben jetzt halt hier schon mal gleich, warte. Wir haben jetzt hier 16 Stück und daheim hatten wir ja auch ein bisschen was. Wir gucken einfach mal, ob es reicht oder nicht. Das ist ja nicht so tragisch. So. Dann esse ich das dann noch. Du hast die Wärmesalbe. Ich weiß nicht, ob man die Wärmesalbe auf der anderen Insel braucht.
So. Und das da ist halt so ein Problem gerade. Aber da können wir, also ich meine rein theoretisch, Leder, Dingsbums und Dingsbums. Rein theoretisch können wir ja wieder das da anziehen, ne? Weil ich zieh mal das da an, repariere das mit dem letzten Leder, was wir dabei haben. Und wenn wir das auf der anderen Insel brauchen, dann können wir ja immer noch wieder wechseln. Warte mal. Hier dafür brauchen wir aber erstmal das da. Für das nächste Dingens. Wo wir dann hingehen zum Tauchen und so, ne? Ich würde aber, ich überlege gerade. Ich würde, glaube ich, in der nächsten Folge, wie gesagt, hier rausfahren. Dann nehmen wir diese Schatztruhen mit. Ich sage immer Schatztruhen, aber es sind eigentlich ganz normale Truhen. Dann würde ich die mitnehmen und bevor wir dann hier hinfahren, würde ich noch mal kurz nach Hause gehen und würde das Zeug pflanzen. Vielleicht können wir schon was mit dem Flachs machen und was wir ein bisschen so gefunden haben, ne? Wir haben leider noch keine Asche, deswegen können wir. Wir könnten uns Schusswaffen machen, die nützen uns aber nicht viel, weil wir keine Munition haben. Aber es regnet eh gerade. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet, bei einer neuen Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Tschüss.